Rund um Brand von E-Autos in Tiefgaragen gibt es viele Mythen und Halbwahrheiten. Was macht die Feuerwehr in so einem Fall und was für Lösungsansätze gibt es sonst? Wir haben zwei Profis gefragt. Der Jan Bauke von Schutz und Rettung Zürich sagt: Ja, das ist ein Auto wie jedes andere Auto auch. Aber es könnte länger gehen. Und der Roman Fitze von Siemens Schweiz sagt dazu: Wassernebellöschung ist nie falsch. Aber eins nach dem anderen. Was macht die Feuerwehr bei so einem Brand? Falls das Batteriepaket betroffen ist vom Brand, dann haben wir das Problem, wir kommen nicht mit dem Wasser dort hin, wo es brennt. Und das heisst, wir kühlen eigentlich von außen und brauchen für das relativ viel Wasser. Und darum geht es sicher mal länger. Und wenn das dann mal gelöscht ist, ist es dann leider nicht fertig. Weil dann sollte das Auto aus der Garage raus. Weil es könnte sein, dass das nochmal reagiert. Nur schon das ist aufwendig. Und die Garage ist mit dem Rauch, der entstanden ist, richtig verdreckt, also wir sagen dem kontaminiert. Und das braucht dann eine Spezialreinigung nachher. Vermutlich sind auch weitere Fahrzeuge betroffen. Also es geht länger, wie wenn es ein Auto mit Diesel- oder Benzinantrieb gewesen wäre. Das Problem ist effektiv, wenn das Batteriepaket betroffen ist. Und das ist dann der Fall, wenn der Brand halt dort losgeht, weil das Batteriepaket irgendein Problem hat. Und dann ist der Brand dort drin, da könnte man sagen, dann kann es ja gar nicht brennen. Aber das Problem ist, in dem Batteriepaket ist Sauerstoff mit drin, in den Chemikalien, die da eingebaut sind. Und darum kommt das für den Sauerstoff über und darum brennt es. Und es wird immer heißer. Das ist dann der thermische Prozess, der dort entsteht. Und irgendwann machen logischerweise die Batterie dann einmal auf. Und dann ist dann der Vollbrand. Fast alle Statistiken sagen, E-Autos brennen nicht häufiger als andere. Nein, also es ist effektiv so, die brennen nicht häufiger wie Autos mit Benzin- und Dieselantrieb. Es gibt jetzt einfach immer mehr, darum wird die Zahl dann schon mal zunehmen. Wir hatten in einer Autogarage mal einen Fall gehabt mit zwei E-Fahrzeugen. Das war aber ein Parterre, das war so der Ausstellungsraum. Und das hat also heftig da. Das muss man wirklich sagen, das hat sogar zu Strukturschäden geführt am Gebäude. In der Tiefgarage haben wir ja nicht so grosse Raumhöhen und die Wärme die kann nicht weg. Also die staut sich an der Decke. Dort hast du gleich mal 1000 Grad und das verträgt dann den Beton einerseits nicht so gut, weil im Beton hast du immer noch Wasseranteil. Das gibt dann die Abplatzungen, weil das dann so wie der Wasserdampf schlagartig raus will. Und das zweite, im Beton sind Amerikseisen drin. Und die werden so ab 500-600 Grad weich. Also das heisst, die Stabilität von dieser Decke lässt nach. Also das Problem Statik. Die thermische Geschichte, die Belastung von der Decke, von der Tiefgarage, ist natürlich bei einem Brand von einem anderen Fahrzeug auch so. Also die haben wir immer. Vielleicht ist die Belastung länger, weil wir länger dran sind bei mehr Fahrzeugen. Das ist einfach das. Also, aber generell kann man sagen, ein Fahrzeug in einer Tiefgarage, wo ordentlich brennt, das gibt eine Belastung vom Gebäude. Um früh und effizient mit der Löschung anzufangen, könnte Hochdruckwassernebelanlagen helfen. Wassernebel ist eine Weiterentwicklung der altbewährten Sprinklertechnik, die auf reinem Wasser basiert. Das Wasser wird aber bei Hochdruckwassernebelanlagen mit einem Pumpensystem auf rund 120 Bar aufgedruckt. Durch Rohrleitungen geführt und dann an der Düse bei etwa 60 bis 100 Bar zu einem feinen Nebel zerstäubt. Fein in dem Sinn, deutlich fein, als das ein Sprinklerkopf das klassisch würde machen, mit der grossen Tropfenbildung, aber so klein, dass man dann bei der Verdampfung die Energie oder besser gesagt die Wärmespeicherung dann kann nutzen kann, um die Energie, die vom Brand her kommt, besser aufzunehmen, in Dampf umzuwandeln und den so abzuführen. Grundsätzlich sind in Tiefgaragen, wenn eine Auflage, eine Sprinkleranlage vorgeschrieben. Aber es geht besser mit einer Hochdruckwassernebellöschung. Wassernebellöschung dadurch einfach, dass die Feintropfenbildung effizienter und besser genutzt werden kann, als das über die grosse Tropfenbildung vom Sprinkler das erzielen könnte. Durch die Aufnahme oder sehr gute Aufnahme von der Wärmeenergie wird die Gebäudestruktur sehr gut gekühlt.
wo dann Abplatzungsgefahren von Beton oder Pfeiler sehr stark unterbunden werden kann, im Gegensatz zum Sprinkler. Wo auch gute Energie hat, aber dann da Hochdrucknebel doch die bessere Variante ist. Bei einer Wassernebellöschung wird tendenziell deutlich weniger Wasser eingesetzt, hingegen bis zu 80% weniger als beim klassischen Sprinkler, wo dann natürlich auch deutlich weniger kontaminiertes Wasser anfallen dürfte, wo dann so in der Auffangung und Entsorgung deutlich günstiger und umweltfreundlicher dürfte ausfallen. Wir nutzen das System von unserem Systempartner, der Firma Vogtec, die seit 1997 im Markt unterwegs ist und in diversen Bereichen daheim und somit auch eine Haufen Erfahrung hat im Umgang mit so Bränden. Sie sind daheim im Tunnelsystem, Zugsystem oder eben fest installiertes System für Gebäude. Und darauf aufbauend machen sie sehr viele Brandversuche und jetzt neuestens über das Projekt Sovereign, wo im Deutschen abgehandelt worden ist, haben sie da mit der neuen Energiespeicherung, der Lithium-Ionen-Speicherung, die auch in Autos vertreten ist, haben sie Brandversuche durchgeführt, um die Energie, die in den Bränden freigesetzt wird, möglichst gut kontrollieren können. Wassernebel funktioniert eben, wie vorhin gesagt, sehr gut oder viel besser als eine Sprinkleranlage. Das kann die Wärme aufgenommen werden über die feinen Wassertropfen, verdampft und dann abtransportiert. Hingegen bei einem Sprinkler, wo dann die Wärmestrahlung dann doch deutlich mehr durch die Tropfen durch strahlen kann und die benachbarten Fahrzeuge trotzdem Schaden nehmen können oder im schlimmsten Fall dann sogar auch anfangen zu brennen. Das Zusammenspiel von einer Direktion mit einer Löschung ist essentiell. Ein gutes Zusammenspiel wirkt sich dadurch aus, dass mit einem geeigneten Branddirektionsgerät, das kann ein Rauchmelder sein oder sonst ein geeignetes Gerät für die Tiefgarage, frühzeitig die Löschanlage in Gang gesetzt werden kann, um möglichst früh auf das brennende Fahrzeug einzuwirken und das zu kühlen und die Gebäudestruktur zu erhalten. Wassernebellöschung ist nie falsch. Die kann auch klassisch für Sprinkleranlage im unteren und mittleren Gefahrenbereich angewendet werden. Vielfach ersetzend und Gleichwertigkeit wie zu einer Sprinkleranlage. Der entsprechende Errichter muss einfach den Nachweis erbringen können und den in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden evaluieren und belegen. Zurück zu den Basics. Was machen wir, wenn Sie Auto an der Ladestation anfangen zu brennen? Aus dieser Garage raus, so schnell wie möglich. Türen gegenüber den Wohnhäusern zu. 118 wählen, klare Auskunft geben. Mein Fahrzeug fängt an zu brennen. Es ist ein E-Fahrzeug, es ist an der Ladestation. Und dann die Feuerwehr in Empfang nehmen und einweisen. Das würde uns helfen. Und die Tiefgaragen sind nicht dafür konstruiert, dass die Feuerwehr dort nur Leute rettet, vom Brandschutz her. Also aus der Tiefgarage muss man selber raus. Und das wäre dann auch gut, dass man dann die Nachbarschaft abhält davon, oh, ich hole jetzt mein Auto noch raus, weil sonst ist es nachher verrußt. Autos kann man putzen, reinigen oder neu kaufen, im dümmsten Fall, Menschen nicht. Mehr zu brennenden E-Autos in Tiefgaragen und zu Hochdruckwassernebel lesen Sie auf safety-security.ch.